Jo Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal ganz einfach mit euch klären, was der Unterschied zwischen BCAAs und EAAs sind. Viele von euch konsumieren das Ganze, aber haben im Endeffekt keine Ahnung, um was es da geht. Also, es gibt insgesamt 20 Aminosäuren, die relevant für unseren Körper sind. 9 davon sind die EAAs, die essentiellen Aminosäuren. Die kann der Körper nicht selbst herstellen, die müssen durch Nahrung oder auch durch isolierte EAAs hinzugeführt werden. Das sind Isoleucin, Leucin, Valin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Histidin. Was genau sind jetzt BCAAs? Also ausgesprochen heißt BCAAs Branched Chain Amino Acids. Und im Endeffekt sind BCAAs einfach nur 3 Aminosäuren von den EAAs. Und zwar sind es Isoleucin, Leucin und Valin. Warum sind EAAs jetzt so wichtig für unseren Körper? EAAs sind essentiell, also unser Körper kann die nicht selbst herstellen, habe ich schon vorhin erwähnt. Ohne diese 9 Aminosäuren kann unser Körper keine Muskeln aufbauen. Die anderen 11 kann er selbst produzieren. Aber auf diese 9 ist er angewiesen. Also die müssen wir durch extern irgendwie hinzuführen. Gewebestrukturen können nicht entstehen, wenn nicht nur eine Aminosäure von denen nicht ausreichend zur Verfügung steht. Du kannst so viel Glutamin, Tyrosin, was auch immer zuführen, wenn diese 9 nicht zur Verfügung stehen, wirst du keine Muskeln aufbauen. Damit von diesen essentiellen Aminosäuren ausreichend zur Verfügung steht für euren Körper, würde ich euch wirklich empfehlen, so um die 2 Gramm Protein pro Körpergewicht am Tag zu essen. Mehr als 2 Gramm würde ich nicht empfehlen, da eventuell eure Proteinquellen dann minderwertig sind. Das ist auch der Grund, warum Veganer die Proteinquellen kombinieren sollten, damit genug essentielle Aminosäuren zur Verfügung stehen. Die Fleischesser, die haben meistens eigentlich kein Problem damit. Falls du Veganer bist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die EAAs extern noch hinzuzuführen. Ich weiß gar nicht, sind die vegan? Ist ja auch egal. Ich kann euch mal die Produkte zeigen, die ich konsumiere. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die EAAs Energy von Iromax. Die nehme ich oft mal vom Training, da ist noch ein bisschen Koffein drin. Also falls du kein Koffein verträgst, ist das schon mal hier nichts für dich. Ich habe die im Geschmack Pfirsich und Cola Lime. Schmeckt beides sehr gut. Und dann habe ich hier noch die EAAs Ultra Strong. Also das sind Tabletten mit der höchstmöglichen EAA-Zusammensetzung. 1600 Milligramm. Gibt es alles bei Iromax, könnt ihr mit dem Code noch ZEMP10 noch 10% sparen, aber jetzt mal Werbung außen vor. Eigentlich ist es wichtig, dass ihr die Wichtigkeit von EAAs versteht. BCAAs sind gehypt geworden, da war das Marketing einfach nur sehr, sehr gut, als die rauskamen. Eigentlich unnötig, da gibt es noch weitere Videos, einige Videos mittlerweile auf YouTube. Am Ende des Tages ist trotzdem eure Ernährung wichtig. Also so ein Supplement wird euch keine Muskelberge hervorrufen oder herzaubern, was auch immer. Ein Proteinshake ist auf jeden Fall trotzdem empfehlenswert. Ihr könnt auch auf diese EAAs hier extern verzichten, solange eure Proteinquellen sinnvoll sind. Wenn ihr einen Whey-Shake trinkt, habt ihr auch euer komplettes Aminosäurenprofil abgedeckt. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr jemanden kennt, der immer noch nicht weiß, was EAAs sind, schickt ihm dieses Video, teilt das Video. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt und in die Kommentare mal schreibt, was ihr davon haltet, was ihr von EAAs, BCAAs und so weiter und so fort haltet. Nehmt ihr sie nett, schreibt sie in die Kommentare, ich würde mich freuen, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, Freunde, peace.